Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge Town of Salem Together. Mit dabei ist der streamende MT. Hallo. Der Hekepito. Hallo. Der Dexter. Hallo. Und seit langem mal wieder die Grisuk hier. Hallo. Ich hasse meine Rolle. Ich auch. Ich auch. Dito. Wir hätten doch die Folgen von gestern aus dem Stream nehmen sollen. Da war ich Town. Da war's gut. Ich hab's dir gesagt. Da wir alle unsere Rollen hast, können wir das doch einfach überspringen hier. Ja, im Notfall nehme ich die Runde halt nicht. Ist ja nichts Schlimmes. Wir haben natürlich eine Push-to-Talk an, das heißt, die hören mich nicht. Ja, übliche Regeln kennt man ja. Wir sagen uns nicht Name und Rolle, maximal die Rolle. Also Tendenz auch nur. Und ich bin natürlich mit dem Claim nicht zufrieden. Chili Corvin werden wir angeblich protected haben. Keiner hat was geschrieben. Na komm, die schöne Helena. Da könnte ein Bodyguard hingehen oder ein Lookout. Ihr seid ja Lügenbolde. Warum und ich bin ich ja doch mit? Nein. Doch? Sieben. Ach, du bist so nervig, Typ. Das war so lustig. Ich habe gerade noch gesagt, die schöne Helena, wenn einer mitdenkt, ist da ein Bodyguard. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Ich hab's vorausgesehen. So gut. Allein deswegen muss man es nehmen. Ich hab einfach vorausgesehen, dass ich jetzt sterben werde. Es war so klar. Sehr guter Bodyguard. Gehst du auch drauf, wenn du voraussiehst, dass du stirbst? Weil ich es lustig fand. Ich musste es machen. Ich habe den Namen gesehen, dachte so, schöne Helena, da muss ich hingehen. So gut. Report, Kämpfer. Ja, ich wusste, dass es einen Bodyguard gibt. Ich habe ihn geschrieben. Das ist mein zweiter Account. Eigentlich nehme ich auch gerade mit dem Bodyguard-Account auf. Gar nicht mit dem Arsonist-Account. Guck mal, ich wollte aber auch den Retri beschützen. Ja, ich hätte alles richtig gemacht. Und ich habe rumgenoobt. Wolltest du den Retri beschützen? Ja, ich habe reingeschrieben, dass ich Chili Corvin beschützen werde. Ich habe gerade echt rumgenoobt. Ich habe vergessen, die Notification rauszumachen. Achso, da. Traurig. Also der Alex ist nicht dabei. Traurig, traurig. Ja, ich wollte eine Anspielung auf Mary Poppins machen. Leider nicht gelungen. Und zwar an den Onkel Albert. Okay, Retri down, Bodyguard down, Arsonist down. Ist doch bis dato nicht unbedingt so schlecht. Ja, Retri ist halt für die Town schlecht. Ja klar, weil man ist schon mal eine böse Rolle weg. Gut, dass du dich von deinem Zwang hast treiben lassen, Kria. Ich weiß. Ich war wieder zu nah dran an dieser Ausgeglichenheit zwischen Siegen und Niederlagen. Die Zahl wird mir zu klein, deswegen muss ich mir eine Niederlage einsammeln. Ich fühle mich nicht wohl, wenn es kleiner wird. Wir müssen die Differenz schön hochhalten. Und da ist die Helena tot. Oh, das heißt... Veteran, noch ein Bodyguard oder Jailer? Oder haben wir noch einen Werwolf? Na, Veteran würde, glaube ich, zuerst angezeigt werden, oder? Ist das eigentlich irgendein System oder ist das random? Ich glaube, es ist ein System da. Bin mir aber nicht sicher. Vigilante hat Helena erschossen. Das macht Sinn. Ich hätte Helena auch erschossen. Sie war das Target vom Arsonisten, muss böse sein.
Und der Vigilante-Claim hat einen anderen Vigilante-Claim erschossen. Ja, warum nicht? Ja, sind ja erst zwei Leute tot. Ja. Jawohl. Nice. Hoffentlich wird ein Amnesiac zum Arsonist, dann kann ich noch gewinnen. Das wäre lustig. Weil ich habe den Bodyguard rausgeholt, ich habe mich quasi selbst geopfert. Aber immerhin, Angry Harold's up because I'm an idiot. Schon mal ein Anfang. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Also wenn Mafia Annie hat, hat die Mafia schon so gut wie gewonnen. So ganz nebenbei. Hoffentlich ist das nicht für euch, also für die Town, hoffentlich ist das nicht so ein Jailer wie gestern im Stream. Der einfach confirmte Leute nicht exekutiert. Tja. Soll's alles geben. Welchen Alignments gehört ihr denn so an? Die restlichen vier. Lebt ihr denn überhaupt noch? Ich bin neutral. Lebt noch Town. Nichts. MT und Krisukia möchten nichts sagen. Also ich hoffe ja, dass Dexter Amnesiac ist und echt zum Arsonisten wird. Und mir dadurch noch gewinnen. Das wäre nett. Wäre mal eine Idee, ne? Könnte ich machen. Die Towns hat auf jeden Fall die Votes verloren. Noch ein Spy-Claim. So gut. Aber der Vivi vom Spy war halt jetzt dumm. Finde ich. Unnötig vor allem. Und das ist übrigens die Annie-Rolle, wenn das stimmt. Ja, aber Jori sagt, es ist impossible oder nein. Vielleicht ist er ja selbst Doktor. Dann wüsste er, dass es impossible ist. Wir haben eh nicht mehr die Votes und Jailer tut man wieder nichts. Da hat er eh nur gut. Schade, meine Hoffnung auf Dexter, der zum Arsonisten wird, ist relativ gering inzwischen. Nee, das geht nicht. Oh, sind die alle mal wieder behindert. Der Vigilante hat's versaut. Ja, was muss ich mal für gewonnen haben jetzt eigentlich? Naja, natürlich. Das hat die Mafia gewonnen. Gibt kein Nutte Killing mehr. Nur so Benin wird der Mafia helfen, damit er nicht selbst stirbt. Wahrscheinlich ist dann noch ein
Echse? Jester? Nein. Keine Ahnung. Nein. Eine Witch? Ja. Wow. Dann hast du aber direkt einen Bösewicht gefunden, oder? Deswegen claimt keiner, dass er kontrolliert wurde. Oder du machst nichts. Das ist eine andere Möglichkeit. Nur ich kontrolliere den Jailer. Ah! Ja, oh nice, aber... danke. Danke sehr. Ich war grad und der wollte mich. Das heißt, der Dexter ist daran schuld, dass der Jailer schlecht dasteht. Ja. Nice. Ich find's nicht nett. Du warst der Jailer. Ja. Dann solltest du vielleicht mal schreiben, dass da eine Hexe ist. Weil James Russell ist ein Vollidiot. Ich bin ja tot. Ja, ich weiß, ich wollte mich verbessern. Aber ich muss hier James Russell mal zurechtbiegen. Und lass mir von ihm nicht einreden, ich soll die Klappe halten. So, jetzt muss ich ihn aber echt ignoren, weil sonst wird das zu weit gehen. Und ich werde ihn auch wegen Hate Speech reporten. Mal gucken, ob er mich gegen reportet. Kann er machen. Da lief der James Russell. Ah, ich hätte den Jailer gerettet, verflucht nochmal. Aber? Oh. Der Jailer hat denselben geteilt, den ich mit ihm transportiert hätte. Das ist natürlich schade. Mafia, 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 Witch, Survivor. Fertig. Ein Tauni noch. Die mit ihren Rumspielereien. Warum haben sie jetzt eigentlich den Spy gehängt und nicht den Transporter? Das ist eine andere Frage. Ich glaube, ich bin jetzt ein ganz großes Arschloch und mache dafür, dass die Bit verliert. Nein, das kannst du aber nicht unbedingt wissen. Da müsste der Dexter den Godfather auf die Person schicken, die du mit der Witch taust. Ja, aber die Mafia wird vermutlich versuchen, auf jeden Fall mich anzugreifen. Kann die Witch nicht einfach dich kontrollieren? Transporter ist immun gegen Controls. Ja. Einer von euch ist die Witch? Ja, ich. Dexter ist die Hexe. Und selbst wenn, ich weiß nicht, wer der Fioso ist. Deswegen du musst du nur den Godfather erwischen. Och, ich weiß auch nicht, wer der ist. Was weißt du denn überhaupt? Ich weiß, wer Jailer ist. Also, wer Jailer war. Das weiß ich auch. Good job. Es ist doch nicht schwer. Transportieren wir, keine Ahnung. Ja. Wer war eigentlich der Survivor? Der Dark, oder? Nee, Harold. Oder wie ähnlich der heißt. Der war das. Ja gut, keine Ahnung. Ich schick mal random rum, mal gucken, was passiert. You were controlled by a witch. Aha. Sehr interessant. Es war aber klar, dass sie nicht attackieren werden. Aus Angst. Jetzt weiß die Mafia wahrscheinlich nicht, wer der Transporter ist. Sagen Yuri. Wer kann denn noch Yuri sein? Ach, Yuri Dark, meine ich, wow. Das war jetzt eine relativ unschöne Runde. Town war halt echt am Arsch aufgrund dieser... Der Rest ist ja alles Mafia, Witch oder Survivor. Aufgrund der schlechten Town. Gerade der Vigilante hat jetzt versaut, ja. Der war gut.
werde nach mal in eine Custom-Runde reingehen. Ich habe ein Setup. Oha. Ja. Ist das, eine Drohung, ein bisschen, oder? Das ist eine Drohung. Es unterstützt ein bisschen die Supports. 4 Mediums. Möglich. Ja, wie gesagt, der Vigilante hat es halt versaut. Der Random-Schuss gegen Helena war halt dumm ohne Ende. Ja. Und die Town hätte viel früher halt schon den Toothbrush wählen müssen, als sie noch die Chance hatten. Ja, das wäre vielleicht nicht ganz so doof gewesen, mich zu wählen. Aber naja, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß. Ich hatte zu fünft, von daher. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Tschüss. Tschüss.